Ja, hey, willkommen, mein Name ist der Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Wir befinden uns immer noch in Milas Geschichte Nummer 6 und haben Maxwell erledigt in der letzten Folge. Und jetzt kämpfen wir gegen Muse, die irgendwie die Rolle von Mila eingenommen hat und die vier großen Geister beherrscht. Geil. Oh Mann, das ist... Oh. So, habe ich immer noch den Dingens hier. Also, war bizarr, komm, brauche ich nicht. Licht. Warte. You're still trapped in the past. Allow me to free you. Be gone. Oh Mann. Habe ich irgendwelche Lichtklingen, bitte? Weil selbst nach wie viel Stunden, 100 Stunden, mir gefällt dieses Lied immer noch. Ne, der wird langsam zu schwach. Egal, machen wir so. Ja, super. Oh nein, du setzt jetzt nicht die ganze Zeit nur Angriffe von denen ein, oder? Steh auf. Ja, ne, Mila. Das wohl irgendwie eine Waffe haben, die irgendwie so Licht oder so hat, ne? Nee. Ja, super. Ich sag mal, deine vier sind stärker als meine vier. Ich kann auch diese Teleportation einsetzen. Und sie hat im ersten Teil auch schon. Ich kann auch hier. Aber wo ist die? Oh. Warum macht ihr solche Geräusche in diesem Teil? Oh nee. Oh, oh, oh. Oh mein, meine TP. Ich wurde auch voll geheilt, merke ich gerade. Also habe ich am Anfang gemerkt, als ich Kampf begonnen habe. Au. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Kampf wird viel schwieriger als der gegen Maxwell. Ah, hör auf damit. Also ist sie jetzt eigentlich Muse Maxwell, oder? Okay, hier steht Sklavenkatalysator. Ja, jetzt irgendwie. Naja, sie ist ja nicht wirklich Maxwell, sie ist ja eigentlich nur jetzt. Vier geklaut von Mila, als sie am Sterben, als sie hinterlassen hat, irgendwie sowas. Das ist schon, was ich meine. Ihr kennt das Spiel, ich nicht. Ah, ich komme irgendwie nicht dazu, sie anzugreifen. Bleib hier, Mann. Hey, mach die ganze Zeit zu Seiten schrittig. Komm ich an sie heran. So, jetzt aber. Oh Mann. Zack. Du klaust meine vier. Aber spinnen. Ich glaube ja eigentlich jeder hier einen auf Maxwell machen zu wollen. Ich bin die echte Maxwell hier, hallo? Ah. Oh Mann. Macht ja einen auf Luftkämpfer da oben. Sie wird die ganze Zeit irgendwie ab. Wieso? Feuer. Steht noch nichts von Feuer. Ah. Ein bisschen taunten. Ich wollte schon sagen, sie wird nicht ab. Sehr gut. Das war gebracht. Wird voll geil, wie Ifrit da in Szene gesetzt wird mit dem Angriff. Ich vergesse mal auf dem rechten Halbox, jetzt alle vier sind. Ey. Oh, oh. Ich habe keine TP. Ah, wir sehen sowas von tot gleich. Heil mich mal. Wir haben keine Dinges mehr. Ah. Oh Gott.
Ich schon sagen, bekommt er immer noch Schaden oder was? Warum? Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe, warum? Wir setzen hier die ganze Zeit Dingens ein. Er kann ja nur Roan sein, ey. Geh weg von ihm, Mann. Geh weg von unserem alten Mann. Ey. Ich konnte ihn jetzt so aus den Fugen geraten. Okay, mit Roan. Okay. Nein, du setzt irgendwas Böses ein. Alter, was macht die mit denen? Oh. Komm mal runter. Wollt ja unbedingt Mila steuern, ne? Das ist Milas Geschichte hier. Also, warum nicht? Ja. Danke. Oh mein Gott, ne. Hilfe. Ey, wie schnell die hier verrecken. Hilfe. Oh mein. Ach, ich bin tot. Oh. Nein, Mann. Oh. Ja, wenigstens brennt sie auch. Was? Was war das denn? Ey. Au, ist gut, Mann. Tut mir leid. Aber das muss jetzt mal sein. Auch wenn das nicht komplett hilft. Der, die lebt immer noch, ey. Okay, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Wie alle da hinkommen, ey. Wie sie jetzt auf einmal voll abgeht in dem Kampf. Tut mir leid, ehrlich, ich muss mich einmal verwandeln. Hier. Okay, gleich ist sie dran. Nein, jetzt fängt sie wieder damit an, ne? Mal schön hoch rein wieder. Gehört dir oder mir? Und nix, aber setzt keine Mystikator oder irgendwie sowas ein. Oh, Gott sei Dank. We're so sorry. May the four great spirits in this dimension watch over you. Das war übel. You even bested Muse. Mila, you have seen enough now to grasp the hubris and cruelty that humanity is capable of possessing. And yet you still side with them? It is a duty that I, as Mila Maxwell, must fulfill. Interesting. You have defined your own duty, have you? I have, and in this mission, I am not alone. So you too have chosen to part ways with me. Maxwell? Go and live wherever you wish. It's no longer my decision. This is no cause for sadness, Maxwell. Even when separated, the bonds that tie us together cannot be so easily broken. This melody. Yes, no matter what happened, your heart was always so... Ist aber Rolo dabei?
Hab ich jetzt erst gesehen, Mann. Mila, why did you hum that tune? It just popped into my head, like a feeling I couldn't put into words. I can only hope Maxwell understood what I meant by it. Thank you, Luger. Because of you, I understand my predecessor's side of the story now. Although, I didn't learn the whole truth about Mila Kresnik. She couldn't stand the thought of abandoning those left in Olympias to die. That's why Mila Kresnik wouldn't go with Maxwell to Risa Maxia. How so? Because the world Mila Kresnik dreamed of long ago is the same one we wish to create now. She couldn't flee to a world that offered salvation for only a select few. But in reality, I'm sure Mila Kresnik wanted to ultimately be with Maxwell too. So they could make their perfect world together. Jude. We've learned that our dream isn't a new one. People and spirits have been seeking it for ages. We have to make it come true. You're right. For Mila Kresnik's sake as well as our own. It's the lab. I better take this. You might not know it, but you're already walking ahead of me, Jude. Fühlt sich etwas abgehängt, aber ihr beschreitet doch denselben Weg. Fühlt sich etwas abgehängt. I admit that I feel that way sometimes. However, this is the road we've chosen to walk. Sorry. Hi. You okay? Yes. Is everything okay at work? Yeah, it should be fine. I guess it's up to us to carry the torch passed by Maxwell and Mila Kresnik. We will put an end to Origin's trial once and for all. Yeah. Und L werden wir auch retten. Werden wir. Fangirl, okay. Und 50.000 Gold. So, 8, okay. Fangirl. Mann, gehört ursprünglich einer Theatergruppe aus Russia, die Schutz auf Kit Stefan und Big Chance Gegner zu betäuben. Fertigkampf auf 2/3 der ursprünglichen Kosten, okay. Boah, ich komme sowieso nicht mehr hier klar. Mit denen ist schon Verbrauch. Geben wir mal ihr ins Markt dringen. Wegen den Vieren. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. Goldener Frosch, jawohl. So, dann haben wir zu wenig Zeit, um eine Charaktermission zu starten, aber genug Zeit, um hier sowas zu machen. Zwar irgendeine Nebenmission. Ich weiß jetzt nicht mal was genau, aber egal. Bei einem müssen wir irgendwie 50 Kilogramm Fleisch oder so transportieren. Bei den anderen keine Ahnung. So. Kein Wunder, warum ich so aufgestockt wurde vor dem Kampf. Weil für ein, zwei Kämpfe bestimmt nicht gereicht hätte. Gucken wir mal, was da ist. Ah ja, Mission. Gibt's neue Missionen? Nö. Verdammt. Ich brauche nur so wenig. Hier. Erstens Brief. Okay. Ein Brief, nicht Gaius. Ein Brief von Ersten, nicht Gaius. Antenna. Okay, wohin damit jetzt? Ne, das Dings. Doch, an Marksburg. Fenmont war ja vorhin eingezeichnet. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder an der falschen Seite, wo ich eigentlich hin muss, ne? Warum bin ich immer an der falschen Seite, wo ich eigentlich gerade hin muss? Ah! Hallo, Final Dungeon? Fragezeichen. Ich befinde mich auch, glaube ich, im letzten Kapitel, ne? Habe ich das schon mal irgendwann gesagt? Keine Ahnung. Da. Wahrscheinlich können wir danach, wenn wir das gemacht haben, auch irgendwie Gaius Story oder so abschließen. Aber haben wir doch schon letztens, oder?
Oder kommt danach noch? Ich weiß es ja nicht. Oh hey, ihr seid es. Ja, wir sind es. Also, was ist mit Kai nach der ganzen Geschichte passiert? Okay, ist das doch danach. Er ist jetzt mehr oder weniger auf Bewährung. Er hat sich auf einen Deal eingelassen. Alle hohen Tiere haben ihn verhört. Aber am Ende ist es doch gut ausgegangen, oder? Ich denke schon. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was er als nächstes machen soll. Normalerweise wird man einfach von allen abgeschrieben und jetzt ist er vorbestraft. Da wird es nur noch schwieriger für ihn. Er hat Probleme, Arbeit zu finden. Ersten bat uns, euch das hier zu geben. Was ist das? Ein Empfehlungsschreiben für Kyle? Er vergisst seine Freunde niemals. Das ist... Wow. Es ist wohl wirklich ziemlich gut, der König zu sein. Es ist nicht das, was ihr denkt, Tanner. Das Unternehmen ist in Olympius angesiedelt. Es läuft über einen Geschäftspartner, den er als ersten traf, nicht als Gaius. Es ist das Codewort für Saufkumpane. Sein Freund hat das Ganze eingefädelt. Ersten besuchte ihn mehrmals, um Kyles Situation zu besprechen. Er hat sich für ihn verbürgt. Ich verstehe. Als König wäre es ein Kinderspiel für ihn gewesen, das durchzusetzen. Aber er hat gelernt, seine sozialen Kompetenz einzusetzen. Wie auch immer. Ich kann es kaum erwarten, Kyle davon zu berichten. Er wird ganz aus dem Mäuschen sein. Und hey, richtet Big E unseren Dank aus. Aber natürlich. Sehr gut. Erstens Brief, erstens Bestätigung. Ist da irgendwas? Was? Ich habe eine Frisur bekommen. Okay. Soll ich die vielleicht jetzt erst bekommen? Gaius Stirnband. Nee. Goldmedaille. Bams. Sind nur noch eine einzige. Ich brauche immer noch das. Verdammt. 50 Kilogramm Rindfleisch. Goldmedaille. Boah. Okay, ohne Schmuck. Okay. Ah, lass mal erstmal. Für Nebenquests, so wie diese hier. So, die nächste ist in Fenmont. Kann ich auch schon machen? Aber ja, Goyle. Da, okay. Dann gucken wir mal. Ja, schon wieder so was. 50 Kilogramm bestes Rindfleisch. Das beste im Universum bekannte Rindfleisch. Das ist zwar unübertroffen, aber auch ganz schön schwer. Okay. Da müssen wir wohin mit? Okay. Da. Ja, wird er wohl hoffentlich nicht zum Kampf kommen. Schnell zum Land Kaden. Ja, eins nach dem anderen. Ja, wahrscheinlich jetzt direkt hier ein Ding sein, ganz oben an der Spitze. Ja, ne, bei Balen. Da sollten wir ja zu Balen bringen, glaube ich. Also muss er ganz nach oben hin. Okay. Da. Ich frage mich, ob ich Level 100 erreiche. Oder Level 99. Sollte mal das maximale Level hier ist. Bevor ich gegen den Endboss kämpfe. Wahrscheinlich. Und jetzt Level 76. Bin wieder halb davor. So, was? Wohin denn? Wo muss ich damit hin? Lief für 50 Kilogramm an Balen. 12. Ist doch. Warum wurde das nicht angezeigt? So. Bin nicht angezeigt. Ah.
Hey Ludger, hast du das Zeug? Gut gemacht, hier ist ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Balin, als du uns gebeten hast, dir Rehenfleisch zu bringen, hast du nichts davon gesagt, dass das 50 Kilo sind. Ziemlich toll, oder? Ich habe meine gesamte Ersparnis dafür aufgebraucht. Das wollte ich damit eigentlich nicht sagen. Professor Jude. Hallo May, wie laufen die Forschungsarbeiten? Ich komme gerade nicht weiter, aber ich werde schon einen Weg finden. Da bin ich mir sicher. Ich will ja nicht neugierig sein, aber dürfte ich fragen, wozu ihr so viel Fleisch benötigt? Organisiert ihr eine größere Veranstaltung? Nicht wirklich. Ich sah es nur in einer Broschüre über Lebensmittel aus Riesenmaxi und wollte es mal probieren. Wir werden im Forschungszentrum über eine Grillparty feiern. Ihr seid alle eingeladen, falls ihr kommen wollt. Mai, würdest du alles vorbereiten? Jawohl. Mann, ich bin vollgefressen. Wie ein gemästetes Schwein. Ich hatte schon mal Rindfleisch der Güterklasse A, aber das war eine ganz andere Kreatur. Ich erkläre dieses Protein zur Klasse S. Hat es dir geschmeckt, Mary? Das hat es. Ich fand die Marmorierung auf meiner Exemplar äußerst wohl proportioniert. Und es war auf den Punkt gegart. Ich frage mich, wie viel Prozent des Fleisches in Riese Maxia diese Qualität aufweist. Haha, du bist nicht im Dienst, Mary. Du musst nicht rund um die Uhr die Vorschriften geben, weißt du? Aber falls es dich interessiert, für diese Rindfleischsorte ist jahrelange Zucht erforderlich. Jahrelang? Das Ganze verlangt ständige Aufmerksamkeit sowie besondere Ernährung und Auslaufprogramme. Die Viehzucht ist eine der exaktesten Wissenschaften, die es gibt. Ich denke nicht, dass es einer von uns die Auswahl hätte, um so ein Leben zu führen. Wer auch immer das Rind gezüchtet hat, das wird eben verspeist haben, verdient unseren größten Respekt. Ich hatte keine Ahnung, welche Wissenschaft dahinter steckt. Er hatte einen internationalen Friedenspreis für seine Fleischforschung verdient. Es hat mich in meiner eigenen Forschung inspiriert. Ich kann es kaum erwarten, wieder im Labor zu stehen. Vielleicht nehme ich mir noch was nach, im Namen der Wissenschaft. Okay, Fleisch bewegt die Welt. Was für ein lebhaftes junges Mädchen. Danke nochmals, Balin. Das war wirklich köstlich. Ach, das war doch gar nichts. Eigentlich hat mich Alfred auf dieses Fleisch aufmerksam gemacht. Ich hatte gar keine Ahnung, dass unser Elvin sich für solch ein Essen interessiert. Wir hätten ihn lieber einladen sollen, was? Machst du Witze? Vergiss ihn. Habt ihr gesehen, wie er ist? Er hätte uns nichts übrig gelassen. Das stimmt, manchmal ist ein kleinerer Kreis von Vorteil. Das könnt ihr laut sagen. Ja. Alles klar. Dann. Abgeben. Part beenden. Nächste Mission. So läuft das hier ab in Tales of Zelda 2. Habt ihr ein Problem damit? Dann. British Jägermonokel. Ach, das gibt doch irgendwie mehr Drops, glaube ich. Bin nur die Mission, verdammt. Muss ich irgendwie offscreen so machen. Chance auf Beute geschrieben, 30%, wenn der Träger einen Gegner besiegt. Ja, so viel ist das jetzt aber nicht. Ach, das Ding. Okay. Von extra nochmal ausrüsten, okay. Na gut, dann würde ich sagen, ich gehe zum Speicherpunkt, wie jedes Mal. Üblicher Ort. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zelda 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.